Das ist die Emscher. Der teuerste Fluss der Welt. Jeder Meter kostet 64.000 Euro. Warum? Die Geschichte dieses Flusses ist einmalig auf der Welt. Und sie spielt mitten in Nordrhein-Westfalen. Das blaue Wunder. Man könnte denken, es sei ein ganz normaler Fluss, der sich hier durch die Landschaft schlängelt. Tief im Südosten des Ruhrgebiets die perfekte Idylle. Hier bei Holzwickede entspringt die Emscher. Dass sich die Natur den Quellteich zurückerobert hat, geht auf ein 25 Jahre altes Versprechen zurück. Ein Versprechen an die Millionen Menschen, die an der Emscher leben. Die Emscher-Genossenschaft hat es gegeben. Und es lautet, ihr bekommt euren Fluss zurück. So sauber wie hier soll die Emscher überall zwischen Dortmund und Duisburg wieder werden. Und dann machen wir aus der Emscher eine Touristenattraktion. Einen Fahrradweg gibt's schon. Vor 15 Jahren noch undenkbar. Denn damals war die Emscher auf der gesamten Länge ein stinkender Abwasserkanal. Und wer will da schon seine Freizeit verbringen? Aber hier zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel fließt der Dreck mittlerweile durch unterirdische Rohre und die Emscher im grünen Bett. Der Spaß daran ist, dass man auf 50 Kilometer verschiedene Aspekte eines Flusses erlebt. Vom alten Abwasserkanal hin bis hier im Dortmunder Raum schon ökologisch umgebaut. Das heißt, ein blauer Fluss ist da entstanden. Das macht die Sache wirklich spannend. Aber in Oberhausen noch, da stinkt es wirklich und müffelt. Und das muss man mögen. Ne? Ja. Woanders ist auch scheiße, wie Frank Rosen sagt. Aber für manche hat es einen Reiz, da entlang zu fahren. Und für manche garantiert überhaupt nicht. Aber ich finde es sehr nett und abwechslungsreich. Neues Leben für einen Fluss, der bisher eine einzige Sperrzone war. Ein Fluss zum auf gar keinen Fall betreten. Und das mit gutem Grund. Die Emscher sammelt seit über 100 Jahren das Abwasser von fast 3 Millionen Menschen im Revier. Auf 80 Kilometern zwischen Dortmund und Duisburg. Unrat, Müll, all der giftige Dreck aus Kraftwerken und Haushalten floss in den Fluss hinein. Können Sie sich vorstellen, dass hier in der Emscher in ein paar Jahren mal wieder Fische schwimmen? Komm, so ein Dreckwasser, noch keine Fische. Doch genau das war der Plan. Aus dem Kanal voll mit Fäkalien und Gift sollte ein sauberer Fluss werden. Ein Milliardenprojekt und eine Baustelle für Generationen. Der gesamte Kanal soll aus seinem starren Betonkorsett befreit werden. Dabei laufen die Bauarbeiten unter erschwerten Bedingungen. Die Ingenieure der Emscher Genossenschaft können nämlich niemanden um Rat fragen. Ein Kanalsystem mit solchen Ausmaßen komplett umzubauen, das hat noch keiner auf der Welt versucht. Ingenieure, Techniker und Bauarbeiter leisten hier also jeden Tag echte Pionierarbeit. Für Joachim Vogt ist die Emscher auch aus diesem Grund etwas Besonderes. Er ist Wasserbauingenieur und staunt immer wieder, wie sich der alte Kanal nach und nach verändert. Das ist wirklich das typische Profil der Emscher. Aber man sieht natürlich, das Abwasser ist raus, es ist nur noch klares Wasser. Das ist ein Zwischending zwischen schön und hässlich. Zwischen wirklich blauem Fluss oder blauer Flusslandschaft und dem alten Abwasserkanal. Jetzt war mir wirklich eine Mücke genau im Gesicht hier. Naja. Und weiter geht's. Immer am Ufer entlang, Richtung Tetraeder, Richtung Bottrop. Hier ist Endstation für heute. An der Grenze zwischen Essen und Bottrop im Bernepark.
Wobei vor 20 Jahren auch noch niemand auf die Idee gekommen wäre, das hier als Park zu bezeichnen. Denn damals war es noch eine Kläranlage. Man fährt einem stinkenden Fluss entlang, kommt zu einer Kläranlage, wo es auch gestunken hat wie Hölle. Und das ist jetzt eine Touristenattraktion geworden. Und ja, es stinkt eigentlich nicht mehr, es sei denn, man geht rüber zur Emscher. Aber das ist schon verrückt. Verrückt ist auch, dass man hier jetzt übernachten kann. In Deutschlands erstem Röhrenhotel. Ja, also solch große Betonrohre werden auch als Abwasserkanal verbaut. Teilweise auch noch größer, deutlich größer. Ne? Oh, muss ja auch einiges durch, ne? Ja. Also über 3 Meter, fast 4 Meter sind so die Größen. Scheint da zu sein, ne? Gehen wir da einmal hin. Ich bin ja immer begeistert von sowas, wenn etwas, ich sag mal, von Menschen mit Visionen auch so neu gestaltet wird, einfach in eine neue Nutzung kommt und nicht einfach, ja, wir schütten es zu, wir brechen es ab, das wird platt gemacht und ich sag mal, im blödsten Beispiel, da machen wir ein Wohngebiet draus. Ne? Sondern wenn das wirklich irgendwie so erhalten bleibt und man das noch erfahren kann, was hier mal war, das finde ich super, da bin ich echt begeistert von. Als die Kläranlage in Bottrop-Ebel 1952 gebaut wurde, war sie eine der modernsten und größten in Europa. Dabei war die Anlage gar nicht fürs Abwasser aus Bottrop gedacht. Die Bottropper bauten für die Abwässer vom großen Nachbarn im Süden, der Ruhrgebietsmetropole Essen. Denn bis dahin hatten die Essener ihr Abwasser in die Berne geleitet. Und von dort floss es ungeklärt in die Emscher. Da, wo die Berne in die Emscher floss, wurden nun 2 Klärbecken mit 70 Metern Durchmesser gebaut. Die Eröffnung wurde groß gefeiert. Es war ein erster Schritt, das Wasser der Emscher wieder sauberer zu bekommen. Die Kläranlage wurde 1997 stillgelegt und ein paar Jahre später unter Denkmalschutz gestellt. Zur Kulturhauptstadt 2010 eröffnete die Emscher Genossenschaft hier den Bernepark mit seinem Kanalröhrenhotel. Und wenn es Nacht wird im Bernepark, dann verwandelt sich die alte Kläranlage in ein Lichterspiel. Die Lichtinstallationen sind ein Werk des Düsseldorfer Konzeptkünstlers Mischa Kubal. Es fühlt sich an, als wäre man in einer anderen Welt. Und nicht auf dem Gelände einer alten Kläranlage an der Emscher. Seit 30 Jahren ist der Emscher-Umbau das größte Bauprojekt im Ruhrgebiet. Zuerst wurden Kläranlagen gebaut. Danach begann der Bau der Kanalisation unter der Emscher. Und im letzten Schritt geht es jetzt um die Renaturierung des Flusses. Seit mehr als 10 Jahren dokumentiert der Essener Fotograf Henning Meyer-Janssen mit seiner Kamera, was sich hier rund um die Emscher durch den Umbau verändert. Und dabei entdeckt er seine Heimat immer wieder neu. Ich bin total fasziniert davon, wie hier mit Landschaft umgegangen wird, weil das halte ich für einzigartig. Dieser
absolut menschgemachte Umgang, der nichts mehr mit Natur zu tun hat, sondern wo die Landschaft einfach gestaltet wird. Heute ist er in Oberhausen unterwegs. Die Emscher ist erst von einem Fluss zu einem Abwasserkanal gestaltet worden und jetzt, 100 Jahre später, wird sie wieder zurückgestaltet. Und das versuche ich einzufangen und dann eben auch mit Höhenbildern einzufangen von Orten, die vielleicht vordergründig nicht unbedingt schön sind. Und das ist total faszinierend, das ist weit mehr als ein Job. Es hat lange gedauert, bis der Fotograf die richtige Position für seine Bilder gefunden hat. Aber jetzt fotografiert er immer aus 25 Metern Höhe. So kann er die Veränderungen am Fluss und an der Landschaft am besten dokumentieren. Je größer die Baumaßnahme, umso spannender die Bilder. Das gilt ganz besonders für diesen Ort. Denn hier in Oberhausen ist eins der drei großen Pumpwerke auf die grüne Wiese gebaut worden. An der alten Emschermündung in Duisburg-Walsum führt jetzt ein Radweg entlang. Und in Dortmund fließt die Emscher nicht mehr durch Beton, sondern schlängelt sich durch ein natürliches Flussbett. Einmal zurück auf Anfang. Um das Jahr 1900 verdoppelte sich die Bevölkerung im Ruhrgebiet in kürzester Zeit. Und mit immer mehr ungeklärtem Abwasser kam die Seuchengefahr. Die Städte gründeten in ihrer Not die Emschergenossenschaft. Und die machte aus dem kleinen Fluss einen Abwasserkanal quer durchs Ruhrgebiet. Weil sich wegen des Kohleabbaus immer wieder der Boden absenkte, traute man sich nicht, Kanalisationsrohre in die Erde zu legen. Denn sollten sie brechen, würde das Grundwasser verseucht. Also baute man oben weiter. Das Ruhrgebiet wuchs, die Emscher wuchs mit. Als man dann in den 90er Jahren die Idee zur Umgestaltung des Flusses hatte, wurde schnell klar. Die Original-Emscher können wir nicht wieder auferstehen lassen. Aber wir können versuchen, Fluss und Natur halbwegs miteinander zu versöhnen. An manchen Stellen ist diese Versöhnung fast unmöglich. Henning Meyer-Jansen nimmt uns mit an die Stadtgrenze Herne-Gelsenkirchen. Hier erkennt der Fotograf so deutlich wie nirgendwo, wie tief die mittleren Revierstädte durch den Kohleabbau abgesunken sind. Die Emscher würde sich hier ohne Deich ins Ruhrgebiet ergießen. Das Faszinierende für mich ist an dem Ort, dass das Grundproblem der Emscher hier sicht- und verstehbar wird. Weil das der Ort ist, wo es den höchsten Deich gibt. Der höchste Deich kommt durch die massivste Bergsenkung. Und das ist eigentlich auch das, was die Emscher zwischen Deiche gezwängt hat. Die Zechensiedlung Unser Fritz in Herne-Wanne. Ein paar Straßenzüge direkt an der Emscher. Der Grund für die enorme Bergsenkung im Emscherbruch? Die Zeche Unser Fritz, direkt um die Ecke. Die Menschen, die hier leben, haben natürlich nicht gemerkt, wie sehr sich die ganze Siedlung in den letzten Jahrzehnten abgesenkt hat. Im Alltag spielt das ja auch keine Rolle. Doch, man erkennt es, wenn man sich alte Fotos ansieht. Denn die Emscher fließt noch immer auf der gleichen Höhe wie vor 100 Jahren. Aber wäre der Deich nicht immer weiter aufgeschüttet worden, die Siedlung wäre heute ein Freibad. In den 60ern war der Emscherdamm nur auf die Hälfte ungefähr. Da ist das Wasser hier übergetreten und es stand hier alles unter Wasser. Also es ist öfter passiert. Das war kein gutes Wasser, nein. Das war eben Emscherwasser, was nicht so lecker gerochen hat. In der Emscher floss eben immer nur Abwasser. Für starke Regenfälle und sauberes Wasser war kein Platz. Der Abwasserkanal ergoss sich regelmäßig ins nördliche Ruhrgebiet. Und dann kam der 11. Dezember 1960, die Jahrhundertflut. Nach tagelangen, sintflutartigen Regenfällen drohte die Emscher wieder einmal überzulaufen.
Doch richtig schlimm wurde es, als die kleinen Zuflüsse anschwollen und zu reißenden Flüssen wurden. Der Deich des kleinen Piekenbrockbachs hatte dem Wasserdruck nicht mehr standgehalten und war geborsten. 3 Quadratkilometer Bottrop wurden überflutet. Das Wasser stand zum Teil brusthoch. Die Hochwasserkatastrophe hier in Bottrop hat uns von der Einsatzleitung naturgemäß stark beschäftigt. Wir haben vom Ordnungsamt auch das Gesundheitsamt eingeschaltet und der Herr Obermedizinalrat Dr. Henkes kann wohl sicherlich über seine Untersuchungen jetzt weiteres sagen. Von Seiten des Gesundheitsamtes sind selbstverständlich nunmehr gewisse Vorsichtsmaßnahmen einzuschalten. Insbesondere geht es darum, die Bevölkerung zu belehren und aufzuklären, was sie mit den Vorräten zu tun hat, die in den überfluteten Kellern lagern. Kartoffeln, Äpfel, sonstige Gemüsearten, die eingelagert gewesen sind und vom Wasser überflutet waren, dürfen nur in abgekochten Zustand genossen werden. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Hochwasser verursachte Millionenschäden. Die furchtbaren Überschwemmungen waren aber auch ein Warnschuss für die Emscher Planer. Die Deiche wurden massiv verstärkt und aufgeschüttet und erreichten in Herne ihre Rekordhöhe. In der Siedlung Unser Fritz in Herne sind die Anwohner jedenfalls auf alles vorbereitet. Rolf Poppel würde hier nie wegziehen. Aber eine besondere Lage erfordert besondere Maßnahmen. Denn Poppels Haus ist besonders stark abgesackt. Früher musste man von der Straße Stufen rauf zur Haustür. Das ist das tiefste Haus von Herne hier. Deshalb ist es das Schlimmste. Das ist ein Pumpenschacht für das aufsteigende Grundwasser. Und das aufsteigende Wasser wird abgepumpt im Kanal rein. Rolf und seine Frau Jutta haben sich ihr kleines Paradies geschaffen. Ja. Im ehemaligen Überschwemmungsgebiet. Also die Emscher hat ihren Schrecken teilweise verloren. Früher war es ein bisschen minderwertig wohl, an der Emscher zu wohnen. Da haben die Leute so ein bisschen merkwürdig geguckt, ein bisschen gestutzt, wie ihr wohnt an der Emscher, am Emscherdamm. Das ist aber fies, das riecht doch und stinkt doch. Unablässig rinnt es aus 1000 Rohren, der Fluss verwahrlost. Die Reste von Küche und Tisch ergießen sich in das missbrauchte Wasser. Was sie nicht schaffen, das vollendet die Industrie. Ja, der war ja früher auch tot. Die Emscher war ja früher total tot. Da hat ja, ich glaube, der hat noch niemals eine Bakterie überlebt. Und alles fault und gärt und verwest und stinkt zum Himmel. Das sind dann die Brutherde der Krankheit. Da fühlen sich die Bazillen wohl. Da können sie einen Monat lang leben oder ein halbes Jahr. Das Wasser ist verseucht. Da wurde ja auch die Emscher gar nicht als Emscher bezeichnet, da hieß die immer Köttelbäcke, weil die ganzen Abwasser da reingeleitet wurden. Der Name Emscher war gar nicht geläufig. Das hat sich zum Glück mittlerweile geändert. Also heute sind viele, die mit uns tauschen würden, die vielleicht in der Stadt, in der Fußgängerzone wohnen, wo nur Remi Demi ist und diese Idylle heutzutage suchen hier. Emscher-Idylle. Umso schöner, wenn man weiß, wie es früher aussah. Nicht nur die Emscher wird umgebaut. Auch die ehemaligen Zuflüsse sollen der Natur zurückgegeben werden. So plätschern jetzt überall im nördlichen Ruhrgebiet wieder kleine Bäche, die lange vergessen waren. Henning Meyer-Jansen ist nach Recklinghausen gefahren, an den Hellbach. Der Bach ist ein ganz besonderes Projekt für den Fotografen,
Und heute ist der große Tag. Bacheröffnung. Das Spannende ist ja, dass man den dreckigen Teil, das ist ja der Trick an der Sache, nicht mehr sieht. Was übrig bleibt, ist der saubere Bachwasserteil und das Abwasser ist unter der Erde. Und das finde ich toll, weil das sind so Orte, wo für mich auch dieses ganze System von zwei Flüssen plötzlich sichtbar wird. Zwei Flüsse. Tatsächlich. Oben bekommt die Natur eine neue Chance. Aber 20 Meter tief in der Erde gibt's noch ein Flusssystem. Ein Abflusssystem. Komplett neu gebaut. Unter Tage kennt man sich hier eben aus. Das heißt, das gesamte Abwasser im Emschergebiet wird in über 400 Kilometern in Kanäle verlegt. Und da braucht man dann entsprechende Pumpwerke, man braucht entsprechende Kläranlagen. Und das macht das technische Herz des Emscher-Umbaus aus. 5,3 Milliarden Euro kostet der Umbau. Und der größte Teil davon wird verbuddelt. Das tiefste Loch ist in Oberhausen. Da haben wir das Pumpwerk gerade im Bau. Das wird im Jahr 2020, 2021 dann ans Netz gehen. Wir haben da über 50 Meter Tiefe, 45 Meter Durchmesser. Ähnlich wie die Pumpwerke in Gelsenkirchen und in Bottrop sind das die drei großen Pumpwerke, die das Abwasser immer wieder ein Stück anheben, damit es dann natürlich weiter fließen kann. Ohne Pumpwerke wäre der ganze Emscher-Umbau unmöglich. Denn das Abwasser braucht ein steiles Gefälle. Würde es nicht immer wieder hochgepumpt, würde das Abwasser aus Recklinghausen den Rhein in 80 Metern Tiefe erreichen. Also pumpen die neuen Anlagen in Gelsenkirchen, in Bottrop und in Oberhausen das Wasser wieder nach oben. Und das mit Wucht. ...12.000 Liter in der Sekunde können durch das neue unterirdische System fließen und werden dann in den Kläranlagen gereinigt. Fast wie beim Tunnelbau in den Alpen wurden riesige Löcher von Pumpwerk zu Pumpwerk durch den Fels getrieben. Ende 2017 konnte die Emscher Genossenschaft den letzten Tunneldurchstich feiern. Den zum Pumpwerk in Oberhausen. Für eine große Feier war keine Zeit. Jetzt mussten die Hochsicherheitsröhren gebaut werden. Mit einem vierfachen Schutz, damit sie sogar chemischen Angriffen oder Anschlägen widerstehen können. Und 20 Meter weiter oben? Plätschert der renaturierte Hellbach seinem großen Tag entgegen. Langsam, ganz in Ruhe, fast so wie vor 150 Jahren. Aber eben nur fast, denn hier ist alles neu. Das Flussbett, die Pflanzen, das Wasser. Und heute bekommt der nagelneue kleine Bach zum ersten Mal offiziell Besuch. Die Kinder der Käthe-Kollwitz-Schule am Hellbach sollen nach Jahrzehnten der streng verbotenen Schilder ihr Flüsschen wiederentdecken. Ja, wo ist das Gleiche? Sie nennen es das blaue Klassenzimmer. Denn im Bio-Unterricht können die Kinder jetzt direkt vor Ort herausfinden, was in einem Fluss so alles wächst und wimmelt. Wir merken natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Jahrzehnte maximal noch Köttelbecken kannten, aber eben keine funktionierenden Bachläufe. Wir wollen aber mit den Schulen, den Lehrern, den Schülerinnen sozusagen die Bachläufe wieder erlebbar machen und wollen vermitteln, wie ein Bachsystem funktioniert, wie Ökologie funktioniert und was man tun muss, damit das nachhaltig erhalten bleibt. Die Käthe-Kollwitz-Schule liegt also jetzt an einem sauberen Bach, nicht mehr an einem offenen Abwasserkanal. Und schon in ein paar Jahren wird sich niemand mehr daran erinnern, wie es hier früher einmal gestunken hat. Leben am Wasser. Das wollen viele, auch an der Emscher, wenn sie sauber ist. Das spektakulärste Beispiel dafür findet man in Dortmund-Hörde.
Hier ist die Emscher schon lange aus ihrem Betonbett befreit und schlängelt sich Richtung Phoenixsee. Links und rechts stehen die teuren Häuser der Stadt. Der Phoenixsee zeigt, wie sich das alte Revier neu erfindet. Und die rostende Thomasbirne. Ein Kunstwerk am Ufer mit Erinnerungswert. Noch vor wenigen Jahrzehnten war so eine Entwicklung undenkbar. Die Hörderfackel brannte als das Symbol der Stahlindustrie im Ruhrgebiet. Und das Stahlwerk von Hoesch war eines der größten der Welt. Die Hermannshütte wurde 2001 geschlossen. Die Fackel fiel 2004. Der Schrott blieb hier. Das Werk selber wurde in China wieder aufgebaut. Und irgendwo unter diesem Trümmerberg floss im dunklen Kanal die Emscher. Früher ein Stahlwerk, heute ein See. Nur der Name Phoenix ist geblieben. Und die Emscher schlängelt sich am See vorbei und am Flusshang wird Wein angebaut. Wirklich, Wein. Ursprünglich das belächelte Werk eines Hobbywinzers. Doch inzwischen überzeugt die Lage auch die Besitzer von der Emscher Genossenschaft. Wir haben das jetzt schon am Phoenixsee ausprobiert. Das klappt, das geht. Und dann steigt die Emscher Genossenschaft jetzt auch in die Weinproduktion ein. Und das, was der Emscher Wein hergibt, ist gut trinkbar und ist nicht nur einmal trinkbar. Man überlebt's. Ernsthaft? Weinbau in Dortmund? Ja, seit 2019 gibt es sogar den ersten richtigen Weinberg, westlich vom Phoenixsee. Dafür hat man sich Hilfe von Profis geholt. Diplom-Winzerin Tina Krachten kommt ursprünglich aus der Pfalz. Die Liebe hat sie in den Pott gebracht. Und jetzt kümmert sie sich um den ersten Rotwein im Revier. Die Trauben wachsen. Aber die Vorurteile halten sich hartnäckig. Als ich das erzählt habe, war die Reaktion der Freunde schon recht eindeutig. Also die wussten halt, wie die Emscher früher ist. Und gibt diesen schönen Spruch vom Vater einer Freundin, der früher wohl immer sagte, Kinder, macht die Fenster zu, wir fahren jetzt über die Emscher. Ich konnte sich das halt wirklich nicht vorstellen, dass an so einem sehr verschmutzten Fluss Weinbau betrieben werden kann. Inzwischen hat sich ein fester Kreis von Dortmunder Weinfreunden gefunden. Man trifft sich einmal im Monat zum Arbeiten und Schwätzen und Genießen. Und heute ist Lese. Sollen wir dann mal zur Ernte schreiten? Ja. Ja. Aber. Rotwein aus Dortmund. Daran hätte noch vor 10 Jahren niemand gedacht. Der Klimawandel macht's möglich. In Barob wächst jetzt Cabernet Noir. Ja. In meinen Augen war es eine gute Ernte. Das ist ja unser sogenannter Jungfernertrag. Und eigentlich dachte ich, dass da hier und da mal ein Träubchen hängt und dass wir die so wegnaschen während des Arbeitens. Aber das war schon ein ganz vorzeigbarer Ertrag für die Größe und die Jugendlichkeit vom Weinberg. In 2 Jahren wollen die Emscher Winzerinnen den ersten Roten in Flaschen füllen. Doch egal, wie viele Flaschen es werden und ob das Tröpfchen dann mundet, Wein von der Emscher. Das ist für alle hier ein Wert an sich. Ich glaube, dass ganz viele Menschen Wein und Weinberg mit hoher Lebensqualität, Idylle, Genuss, einfach was Schönem verbinden. Und ich denke, dass Emscher Umbau genau dieses Ziel hat.
einfach mehr Lebensqualität in die Region zu bringen. Die Emscher ist ein kleiner Fluss, nur 83 Kilometer lang. Aber sie ist eben auch das Symbol für den Umbau der ganzen Region. Eine Region, die mehr als alle anderen durch den Abschied vom Bergbau gebeutelt wurde. Mit der internationalen Bauausstellung Emscher Park sollten aus den Zechen am Fluss Symbole der Hoffnung werden. Es war klar, wenn man dem Revier ein neues Gesicht geben will, dann geht das nicht mit klein-klein. In den 80er Jahren, als es absehbar war, dass Kohle und Stahl im Revier ein Ende hatten, gab es die ersten Überlegungen zur internationalen Bauausstellung Emscher Park. Mensch, Bergbau beendet, Bergsenkungen haben deutlich abgenommen. Könnten wir jetzt nicht vielleicht wirklich ein großes angelegtes Generationenprojekt machen? Der neue Fluss und die neuen Bauten. Die internationale Bauausstellung Emscher Park brachte der Region zum ersten Mal sowas wie ein Heimatbewusstsein. Die Emscher Region, nicht mehr die hässliche Schwester der Ruhrstädte im Süden. Inzwischen wächst schon der zweite Phoenixsee an der Emscher, in Gelsenkirchen. Besonderheit: die eigene Marina, über den Rhein-Herne-Kanal in die ganze Welt. Und dann gibt es noch Ideen, da muss man erst einmal drauf kommen. Aus einer Abraumhalde zwischen Recklinghausen und Herten wurde der höchste Berg des nördlichen Ruhrgebiets. Da, wo früher die Erde aus den Zechen General Blumenthal und Ewald abgekippt wurde, gibt's jetzt riesige Spielwiesen. Und dann kamen DJs und entdeckten den Berg als ideale Partylocation. Seitdem steigt hier auf der alten Halde Hohewart zwischen Recklinghausen und Herten jeden September das Picknick-Rave. Umsonst, draußen und in 152 Metern Höhe. Von 12 bis 22 Uhr darf gefeiert werden. Seit dem Start im Jahr 2010 hat sich der Sonntagnachmittags-Rave zu einem echten Publikumsrenner entwickelt. Nicht nur für Raver aus dem Ruhrgebiet. Tanzen auf der eigenen Vergangenheit. Auf 150 Millionen Tonnen Erde aus den Tiefen des Ruhrgebiets. Wenn man sich vorstellt, 1980 gab es hier noch gar keinen Berg. Also wir stehen jetzt hier auf dem Berg, der erst in den letzten Jahren aufgeschüttet wurde. Und das ist einfach eine Vision gewesen, die Leute hier im Ruhrgebiet hatten. Egal ob Haldenpartys oder Weinberge, die Emscher ist nie weit weg. Und der Wunsch, etwas Neues daraus zu machen. Die Emscher ist ja im Prinzip ein Fluss gewesen, wo Scheiße geflossen ist. Und wenn die Emscher diese Region hier geprägt hätte, dann hätten wir ja hier eigentlich eine Shit-Region. Aber wir renaturieren ja die Emscher und das ist natürlich das Faszinierende, dass die Landschaft wieder hergestellt wird, auch wenn sie nicht so hergestellt wird, wie sie ursprünglich mal war. Aber wir entwickeln im Prinzip eine Landschaft für die Zukunft. Eine Landschaft, wo alles plötzlich nah beieinander ist. Bottrop mit seinem Tetraeder, der Gasometer in Oberhausen und die Arena auf Schalke. Gut, die Emscher ist nicht der Amazonas und wird vermutlich nie ein unberührtes Naturparadies. Aber schön ist es hier mittlerweile trotzdem. Und es gibt genug Gründe, seine Freizeit an der Emscher zu verbringen. Allein der 110 Kilometer lange Radweg am Fluss entlang. Ideal, um sich auszutoben oder zur Arbeit zu radeln. Es ist halt eine einmalige Landschaft, die hier entsteht. Zwischen alter Industrie und frischem Grün. Das muss man erst einmal hinbekommen. Es gibt sogar ein paar Stellen am Fluss, da könnte man glatt vergessen, wo man ist.
und sieht, wie sich die Natur den Fluss zurückerobert, wenn man sie lässt. Die alte Emscher in Duisburg. Der Flussarm ist seit 100 Jahren stillgelegt. Die echte Emscher fließt seitdem weiter nördlich, Richtung Rhein. Die Mündung musste wegen der Bergsenkungen verlegt werden. Heute ist das alte Stück Fluss ein herrliches Örtchen zwischen Industrieromantik und Naturidylle. Und er weiß das zu schätzen. Klaus Sinwell setzt sich auch aus ziemlich egoistischen Gründen dafür ein, das Areal zu schützen. Der Immobilienmakler aus Duisburg angelt für sein Leben gern. Und das geht nur in sauberem Wasser. Darum kümmert er sich mit seinen Freunden ehrenamtlich darum, den Fluss sauber zu halten. Es ist ihm wichtig. Aus Anglerperspektive ist die alte Emscher aber schwierig und nichts für Anfänger. Doch Klaus hat Erfahrung und eine Hightech-Polarisationsbrille. Damit kann er unter die Wasseroberfläche gucken. Keine Schuppe zu sehen. Da hilft, wie so oft beim Angeln, wohl nur Geduld. Hightech hin oder her. Das ist ein recht schwieriges Gewässer. Es ist eine schmale Rinne, die ist ultra flach und nur in der Mitte, vielleicht eine maximale Tiefe von 2 Meter. Und da einen Karpfen zu fangen oder überhaupt einen Fisch zu fangen, halte ich schon für nicht ganz so einfach. Das Gute bei der Karpfenangelei ist das Relaxen. Ne? Du sitzt praktisch den ganzen Tag und du musst halt warten. Du siehst nichts und wenn er dann knallt, dann knallt er richtig. Nur heute knallt er halt nicht. Boah, ich sehe immer Blubber an meine Köder. Ey, ich fall vom Glauben ab. Ich muss ja ehrlich sagen, als ich das erste Mal hingekommen bin, meine Lappen rausgelegt habe, habe ich so gedacht, mein Gott, ob das mal was gibt. Und das hat wirklich funktioniert. Sag mal, allen im Alm, wer kann schon fischen im Schatten vom alten Hüttenberg, ne? Das ist doch Faszination pur, oder? Wenn ich daran denke, hier mal so einen Fisch zum Foto hochzuhalten und ich habe das alte Hüttenberg im Hintergrund, wer kann so ein Bild liefern, ne? Sag ich mal so. Doch, einer kann. Also ich denke, da gehört auch viel Glück bei. Wo kein Fisch ist, fängst auch keinen. Aber an dem Tag, meine ich persönlich, hat die Taktik eine ganz große Rolle gespielt. Oh ja, genau. Du hast dir die rechte Seite ausgesucht, das war dann deine Taktik. Nein, die hat er mir zugewiesen. Und dann hat er nachher neidisch gesagt, hör mal, da kann doch wohl nicht wahr sein, dass du auf der rechten Seite angelst. Aber ist egal, ich hatte den Spaß mit dem Drill und der Rest hatte mich gar nicht so weiter interessiert. Anglerglück oder Anglerkönnen? Wer will das beurteilen? Klar ist, vor 30 Jahren war hier ans Angeln gar nicht zu denken. Da war das hier ein offener Abwasserkanal. Heute haben wir wieder einen Bach, der zwar nicht so eine extreme Strömung hat wie früher vielleicht mal, aber die Wasserqualität ist mittlerweile wieder richtig top. Wir haben Fische hier drin wie Modalieschen, wie Gründlinge, die eine Top-Wasserqualität benötigen, um überhaupt existieren zu können. Und daran kann man einfach sehen, dass die Wasserqualität wieder richtig gut ist. Seit Ende der 90er Jahre ist das Wasser der alten Emscher wieder sauber. Und der Dreck fließt durch die Rohre. Seit 2016 ist sie offizielles Fischereigewässer. So schnell kann sich die Natur erholen. Wenn man sich den Verlauf der Emscher von oben anschaut, wird deutlich, wie die Menschen den Fluss nach ihrem Gutdünken umgelegt haben. 1910 wurde aus der Emscher die alte Emscher. Fluss und Mündung wurden aufgrund von Bergsenkungen weiter nach Norden verlegt. Musik
1949 wurde die Emscher wieder verlegt, weil sie durch Bergsenkungen nicht mehr genug Gefälle hatte. Und wieder ging's nach Norden, zur heutigen Mündung in Dienstlaken. Seit 70 Jahren fließt die Emscher nun die letzten Kilometer schnurgerade Richtung Rhein. Aber nicht mehr lange. Die hässliche, betonierte Mündung soll bald verschwinden. Denn jetzt soll die Emscher zum wirklich allerletzten Mal verlegt werden. Nochmal weiter nach Norden. Nochmal mit riesigem Aufwand. Aber diesmal geht's nicht um Bergsenkungen, sondern ums Zurück zur Natur. Ein Flussbett für die Ewigkeit. Der sandige Boden am Rheinufer wird mit großen Steinbrocken stabilisiert. Nicht, dass die zukünftige Mündung weggespült wird. Und an besonders kritische Stellen kommen riesige Findlinge. Sandra Lorberg ist die Projektleiterin der Emscher Genossenschaft. Sie ist jede Woche hier. Seit Jahren. Jetzt geht's auf die Zielgerade. Der Rhein ist in Sichtweite. Jetzt gehen wir in den nächsten Tagen bzw. heute auch auf den rechten Teil und werden die Scheinschüttung soweit auch vervollständigen. Ja, das wäre der Teil hier vorne. Ja, genau, richtig. Ja, und dann stehen ja auch noch die Arbeiten im Rhein selber an. Ja. Sowohl an der alten Mündung als auch an der neuen genau, Mündung. Genau, der Buhnenbau auch noch. Ja, dann haben wir auch noch die Arbeiten hier flussaufwärts, die Aufweitung der Emscher. Hier bekommt sie ihr eigenes kleines Flussdelta und darf sich auf den letzten Metern ausbreiten, wie sie will. So wie sie ganz früher mal durchs ganze Ruhrgebiet geflossen ist. Das ist ein ganz besonderes Projekt für mich, weil das ist wirklich was Einzigartiges, so eine Mündungsverlegung. Im Moment ist es ja so, dass wir einen sehr großen Höhenunterschied haben zwischen Emscher und Rhein, sodass da kein Fisch und auch keine kleineren Lebewesen wandern können. Und genau das wollen wir hier ändern mit der Verlängerung rund 500 Meter. Ein schönes Symbol. Die Verlegung der Mündung ist das letzte große Projekt des gesamten Emscher-Umbaus. An der Quelle hat der Umbau begonnen, an der Mündung endet er. Seit 3 Jahrzehnten haben Tausende daran gearbeitet, aus der braunen Köttelbecke wirklich ein blaues Wunder zu machen. Denn alle hatten ein Ziel. Die Emscher soll eine Zukunft haben. Also das, worauf ich mich hier am meisten freue, ist tatsächlich die Öffnung des Rheindeiches und die Verlegung der Emscher ins neue Auenfeld. Das ist für mich so das Zeichen, so jetzt haben wir es fast geschafft, jetzt fließt die Emscher im neuen Bett auf die neue Mündung zu. Und ganz am Ende hat die Emscher dann doch noch alle überrascht. Denn der Umbau wird nicht nur pünktlich fertig, er wird auch nicht teurer als vor 25 Jahren veranschlagt. Und das ist wohl das größte Wunder.